Hallo zu einer neuen Verforsten-Folge und da unten haben wir ein Problem. Der knallt gerade unsere Wand. Ja, aber richtig hart. Aber der macht keinen Schaden irgendwie, ne? Nee, irgendwie der läuft. Oh! Warum sagst du sowas? Wenn der den Turm zerstört, ohne Witz. Ich rast aus. Okay, Mutant macht viel Schaden. Der macht viel Schaden gegen die Mauer. Ich repariere. Kannst du rausgehen und irgendwie angreifen? Ich schieß die ganze Zeit auf ihn. Ah, okay, das ist auch nicht. Du kommst halt rein. So viel Pfeile habe ich gar nicht. Oh, du machst so viel Schaden. Ah, ich komme doch gar nicht hinterher. Ich höre es nur klick, 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 klick. Oh nein, der macht schlecht. Ich renn schnell, warte, du schaffst es, mach weiter. Ich komm schnell runter. Dieser Baumharz geht noch aus. Ich renn schnell raus und leg ihn ab. In welchen Radius greift der denn an, ey? Das ist ja da unfucking fassbar, ey. Das kann man ja gar nicht verletzen. Das ist aber nicht sehr viel inspirierend, was wir da machen. Okay, Moment. Oh, das ist ein Ding fast gut. Okay, warte, ich geh jetzt raus, okay? Ja, bitte, weil ich habe keine Ausdauer, deswegen ging das nicht. Scheiß Ausdauer, warte, schnell Soda trinken. So. Mach zu! Mach die Schießkatze! Was? Das geht nicht, ich kann das doch nicht zumachen. Warte, ich komm schon. Oh, lol. Ja, jetzt bin ich ihm voll in die Arme gelaufen. Okay, ich hab zugemacht. Ciao. Fast meine komplette Rüstung weg, ja. Jetzt greift er die Mauer wieder an. Ich kann die Mauer nicht reparieren! Was? Wie nicht? Du hast kein Baumharz mehr, oder? Nee, es geht einfach nicht. Ich warte, jetzt. Ich geh jetzt Molly. Ich hoffe immer, dass die Mauer jetzt was anfängt. Boah, Alter, die ist halt gut. Oh, ich hab's. Oh. Vorsicht, der muss runter. Lock ihn weg! Yes. Hallo, ich werfe Molotovs auf ihn. Oh! Und ich baller damit Pfeilen, ne? Alter. Wie ist das jetzt? Kann es sich nicht mal für eine Wand entscheiden, dass ich da nur stehen bleiben kann? Ist er tot? Nein. Hey, ich kann die Pfeile einsammeln, sehr schön. Oh, er ist tot. Oh Gott, Gott. Ist jetzt echt Nacht? Lol. Ja. Holy shit. Meine Fresse, ey. Na, jetzt brauche ich aber auch wieder Knochen. Denk dran, dir die Rüstung zu holen. Und zu häuten. Ja, das ist natürlich blöd, das wollte ich eigentlich eine Höhlentour machen und jetzt. Genau jetzt ist natürlich meine Rüstung hingegangen. So ein Kack. Wo ist. Ein Teil fehlt noch. Wo liegt die Leiche denn? Ich sehe die nicht. Wo liegt der denn? Warte mal einen Moment. Ach, ich habe ein Licht, warte kurz. Ach, da liegt er. Oh. Das war wieder eine Aktion, ey. Eieiei. Ich weiß nicht, es war eigentlich, wir hatten schon viel leichtere Kämpfe gegen einen, aber das war das Ding, weil wir wollten nicht, dass es zerstört, ne? Ja. Du bist da so fixiert drauf, dass du den Scheiß nicht wieder bauen musst. Boah. So. Sieben Baumstämme. Wir haben eine komplette Mutantenrüstung. Nice. Schade, dass es natürlich jetzt nichts mehr im Kopf gibt, aber... Ja, ich finde ja, gut, blöd gesagt, müssten wir jetzt noch einen zweiten Ständer machen, zwei komplette Mutantenrüstungen haben und dann können wir gut aufteilen. Ja, das stimmt. Im anderen Lager, jawohl. Ja, doch. Im anderen Lager könnten wir. Oh, ihr könntet auch so ein Rüstungsding, weißt du, das wäre schon fett. Aber das Ding, ich würde auch gerne mehr Knochenrüstungen haben, aber. Verbrauchst du einfach wirklich dauerhaft. Ne? Ja. Das ist ein heftiges Verbrauchsgut bei Hardcore.
Ja, ich lasse dir mal die ganzen Knochen, weil ich habe wahrscheinlich immer noch ein bisschen mehr. Ja, doch. Obwohl, warte, wenn ich. Also, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt habe ich auch 6. Aber ich habe keine Knochen mehr. Gut, da können wir eh keiner von uns beiden. Also. Ja, passt das. Jetzt haben wir extra 2 Knochen-Dinger gemacht, ne? Jetzt. Naja. Weil wir haben ja, gut, weil wir hatten halt gerade einen extremen Verbrauch. Vor allem da, wo wir so viel Stoff gefunden haben. Ja. Und dann ja, da ist losgegangen. Weil wir beide jetzt immer wieder aber jetzt verloren haben. Kann man schon schlafen? Also, ich kann schlafen. Ja. Gut. Also, ich speichere erstmal. Ich versuche reinzugehen. Das, was? So. Dann. Zit. Gute Nacht. Gute Nacht. Södele. Schau mal, wie weit sind die Bären? Ja, das ist recht. Das ist gut, dass das nicht da ein paar Bären. Oh ja, Bären, das ist. Noch eins. Da hinten. Wieder weg. Das eine Ding scheint ausgewachsen zu sein, oder? Welches? Nein, lass mal so. Diese Kringelblume, was weiß ich, was ist. Ja, die ist ausgewachsen. Aber ich habe so viel von dem Scheißdreck. Ich könnte auch mal gerne Energiemischungen, würde ich gerne nehmen. Machen. Die Health Mix, ja, okay, klar habe ich eins, aber wir haben so viel Medizin eigentlich, oder? Ja, doch, an Medizin und so da. Und so eine Energiemischung kannst du halt. Was ist das dann? Ist das die Energiemischung? Energiemischung, aber eine kleine, gibt es auch eine große Energiemischung? Ja, Energie plus. Und mit was ist das dann? Das ist mit Aloe Vera noch dazu. Also normale Energiemischung mit Aloe Vera. Ah ja. Ah, warte, wie war das denn? Das ist, finde ich, ein bisschen blöd eigentlich mit diesen Zeichen. Das wäre besser, wenn das dastehen würde. Man muss mal rumgucken, so, hä, welche Blume war das gleich wieder? Man könnte sich natürlich auch merken, aber hey, so schaut nicht. Nee, ich will mir das auch nicht merken. So. Ja, das dürfte lange. Das ist ja Sonnenhut gewesen. Sonnenblume, oder? Ja, so. Doch, langsam müsste ich es, glaube ich, mal drauf haben. Dann habe ich da. Ach, dann crafte ich nochmal ein paar Mollys. Das ist voll cool, habe ich. Ja, die ganzen Outfits da. Die können wir eigentlich auch in Stoff umwandeln, eigentlich, die ganzen Outfits. Echt? Das geht? Nee, aber es könnte man machen. Wäre ganz cool, wenn man es machen könnte. Hä? Hab ich die jetzt weg? Oh, ich hab's weggeschmissen. Ja. Schade, dass es keinen Kleiderschrank gibt, wo man die ganzen Outfits dann hinhängen kann. Das wäre cool, ja. Weil so sieht man eigentlich nicht so richtig, was ist. Da steht halt irgendwie. Ja, da steht irgendwas. Ja. Jacke mit Jeans und sowas. So, so, jetzt müssen wir wieder das machen. Komm. Ja. Sommer. Ich hab blöd gesagt, ich bin ja ausgerüstet. Also, ich hab genug Snacks dabei, ich hab Soda dabei. Sollen wir direkt in eine Höhle reingehen oder magst du das Lager fertig machen? Die 7 Baumstämme. Dynamit. 7 Baumstämme. Das war ein Baum, ne? Ja, eben. Ja. Ich nehme nur noch ein paar Sodas raus, wenn ich darf. Ja. Na komm, das machen wir andermal. Die 7 Baumstämme da. Mein anders mal. Ja. Okay. Oder möchtest du es noch schon machen? Ich weiß nicht, da hätten wir die 7 da unten weg. Wäre mein innerer Monster zu befriedigt. Gut. Ich mache jetzt schnell einen Baum und dann ist gut. Ich hoffe, dass er jetzt nicht dahin fällt. Das hat sich gerade wie so ein knurrender Magen angehört, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht doch ein Bär war. Was? Bär? Bär? Stimmt, Bären können die eigentlich auch einfühlen. Oder? Ja, wobei. Bären? Oder Wölfe? Es gibt doch irgendwie so ein Viehzeug, oder? Nee, wüsste ich nicht. In the Forest soll es Bären und Wölfe oder so geben? Nee. Doch, also, irgendwas gibt's aber nur in der Schneewelt, glaube ich dann. Aber du hast recht, das ist ein Mutant. Ich hör's doch. Ja. Ich hör's doch stampfen. Ich gehe schnell auf den Aufsicht zu und guck mal, ob ich irgendwas sehe.
hören, aber ich sehe ihn nicht. Ist anscheinend noch weit genug weg. Komisch. Naja. Ich habe jetzt genug Baumstämme. Pupp. Aber ich höre ihn, aber richtig hart. Ganz merkwürdig gerade. Jetzt höre ich ihn aber richtig hart. Der ist, glaube ich, auf der anderen Seite, kann es sein, Richtung Meer, wo wir es gehackt haben, da so. Lol, der ist doch direkt vor unserer Mauer. Das ich doch. Sein, dass ich ihn... Das hört sich so an, ne? Aber ich sehe echt nichts. Hm. Ja, warte, ich geh kurz raus. Ja, ja, ah ja, ich sehe ihn. Alles klar. Na, ja, aber Mutantenrüstung wäre eine gute Mutantenrüstung nochmal ja. Weiter, ne? Erstmal Molly machen wieder, ne? Oh, das sieht man manchmal so schlecht, irgendwie dieses Zielding da. Dieser weiße Kreis da. Vor allem, wenn man auf den Sand oder so rumwerfen möchte. Ich helfe dir. Ja. Chill dein Leben, Alter. Ich möchte mal den Springstoff. Du kannst mal dich beruhigen, ich möchte mal den Sprengstoff werfen. Vor allem das Blöde ist, der explodiert nicht gleich. Ja, das ist wirklich ein bisschen blöd. So, so. Oh, bleib da, Sprengstoff. Lol, ey. Jawoll. Du. Oder Rotze. Lol. Ey. Ach, Sprengstoff, ich weiß nicht. Oh, der hast gut getroffen. Oh ja. Alles, was da aussieht. Ja, Sprengstoff ist jetzt nicht so effektiv. Aber die halten schon extrem viel aus, ne? Lol. Ist der jetzt einfach so oben gekippt oder was? Ja, halt mit dem Fallen halt wahrscheinlich. So. Ah genau, apropos Pfeile, wie viel hab ich denn da? Jetzt hab ich so ein paar Billigpfeile schon wieder. Du benutzt ab und zu Billigpfeile, nee, oder? Nee, ich hab nicht mal mehr, ich hab gar keine im Inventar Billigpfeile. Ja, aber wenn ich deine Pfeile aufnehme, hab ich Billigpfeile im Inventar. Das ist nervisch. Ja. Jetzt brauchen wir das, also das behalte ich mal im Inventar, das Mutantenzeug. Ja. Weil dann können wir eine neue bauen dann. Aber das würde ich gerne schon in einem neuen Lager. Ja. Aber dann haben wir das. Dann tue ich den einen Baumstamm da hinter in unser Lager und dann können wir von mir aus uns aussuchen, welche Höhle wir als nächstes gehen. Mhm. Aber du hast es vorhin mitbekommen in einer anderen Folge, dass ich gesagt habe, man kann jetzt Leichen doch transportieren. Mit dem Wagen. Ach so, echt? Geil. Ja, weil wenn man sich davor hinstellt, kann man es auswählen. Wenn man R drückt, kann man zwischen Stock, Stein und Baumstamm auswählen. Ja. Und Leiche. Es ist zeigen es müsste, ob es funktioniert okay. Oder nicht. So, esse ich das mal. Hä? Was? Rohes Glänz. Achso, das war noch gar nicht gegrillt. Ach. Scheiß Regen. Ja, scheiß Regen. Boah, ich weiß gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Also, ich wäre eigentlich gewappnet für eine Tour. Aber ich könnte direkt losgehen. Ja, ich eigentlich auch. Ich dachte noch vielleicht ein bisschen mehr Snacks mitnehmen. Nö, da bin ich echt gut ausgerüstet. Ich brauche eigentlich nur... Alter, man hat richtig viele Münzen. Ich habe fast 5000 Münzen. Oh, Moment, ich kann doch bestimmt hier craften. Was brauche ich denn da? Alkohol? Ich weiß nicht, ich denke mal, oh, ich muss voll viel mitnehmen, aber das ärgert mich am Ende dann immer, weil ich dann nichts Neues mitnehmen kann. Ja, genau. Klebeband. Ja, Klebeband fehlt. Ich glaube, trinken nehme ich gar keins mit. Eins nehme ich mit. Eine Soda nehme ich mit. Weil ich habe dann ja noch meinen Wasserbeutel mit 100 und dann nach oben habe ich noch schmutziges Wasser. Also das ist alles. Dann nehme ich ein paar Snacks mit.
aber. So, bin jetzt vollkommen zufrieden. Okay, mal hin. Such schon mal raus, wo wir hingehen. Ah, man kann den Topf sogar da füllen mit diesem. Mit dem Wasser aus den Schildkröten. Ist gut. Echt? Muss man nicht mehr. Ja. Ist geil. Ist cool, ja. Aber wir können ja, wir gehen. Ah, dann ist ja, dann musst du es ja nicht mal mehr abkochen, oder? Moment, was steht denn da? Sauberes Wasser, ja, stimmt. Oh, das ist nice. Stimmt eigentlich, ja. Geil. Okay. Wie war das denn? Das waren doch jetzt die lilanen Flaggen, oder? Blauen waren, aber wieso haben wir die blauen eigentlich immer noch? Ich verstehe das nicht. Sollen wir. Ist... Nee, weil blau war, dass wir noch in eine rein müssen, wo Wasser war. Ich glaube, wir waren da schon mal drin, aber wir konnten noch nicht tauchen. Oder war das. Nee, ja, aber eine haben wir dann mit Tauchen abgeschlossen. Eine haben wir mit Tauchen abgeschlossen gehabt. Und. Ja, genau. Und kann das sein, dass wir vielleicht woanders raus sind und dann irgendwie das nicht markieren konnten? Weil wir, oder beziehungsweise vergessen haben, weil wir woanders raus sind. Ja, wir sind doch bei diesem See rausgekommen, ja, das weiß ich nicht. Eben genau. Und haben wir dann das geändert? Ich glaube. Doch, wir sind doch da eigentlich wieder Oder war das jetzt eine komplett andere Höhle? Oh, das ist problematisch, wenn es ein bisschen weiter auseinander ist. Das Rumgezocke. Aber grün war jetzt. Ah ne, das war grün Fall. Waren die Hasen gefallen. Warum haben wir da drei Stück von? Weil wir es nötig hatten. Okay. Aber anscheinend bringt es ja nicht mehr so viel. Und irgendwie mit Fall und Bogen kriegt man es mittlerweile auch gut hin. Ja. Also blöd gesagt, die Hasen fallen könnte man auch auf 1 reduzieren oder so. Hat man nicht so viele Flaggen rum. Ja, die haben wir echt weit weggebaut, ne? Holy shit. Ja, aber ich dachte, weiter weg vom Lager ist vielleicht gut. Dann geht so ein Hasen schneller rein. Dem war nicht so. Aber die auf der freien Fläche sind, sind öfter zu. Aber hier immer noch nicht. Also ist jeder offen bis jetzt. Also kannst eigentlich voll in die Tonne kloppen. Die können wir eigentlich fast alle abreißen, weil das sind nur unnötige Flaggen. So. Ja. Aber vielleicht nicht jetzt, sondern machen wir einfach mal. Jetzt haben wir drei grüne Flaggen, eine blaue. Und drei lilane. Und die lilanen sind noch die Höhlen. Ja, wie lila. Lila, ne? Oder rosa oder was weiß ich. Wo sind die denn? Siehst du die nicht? Sag mir jetzt nicht, dass du die ganzen rosen Flaggen nicht siehst, drei Stück. Nö, ich sehe nur hier eine lilane und das ist dein Wagen, oder? Ja, genau, das ist unser Kahn und die anderen drei siehst du nicht? Nö. Moment. Also, ich laufe gerade Richtung lilane Flagge. Nö, sehe ich keine Flagge. Krass. Hä? Aber die hattest du doch mal gesehen. Ja, normalerweise sehe ich alle Flaggen. Hoffen wir mal, dass es einfach ein Bug ist. Ah, jetzt sehe ich. Leute, jetzt sind auf einmal. Hey, jetzt sind aber ganz auf ganz. Jetzt sehe ich zwei. Die sind gerade vor mir erschienen. Ja, die sind auch gerade plopp. Ah, genau, hier ist eine Höhle. Na gut. Gut, worauf warten wir? Soll ich mal Lichter machen? Habe ich eigentlich noch die Taschenlampe? Ah ja, Taschenlampe. Ich überlege gerade, ob ich die Taschenlampe verwende. Ja. Jetzt kommt mir hier doch sehr bekannt vor. Hier waren wir doch mal. Die sehen alle relativ gleich aus. Oh, hier ist glaube ich Stoff drin, ne? Yes. Doch, yes. Stimmt. Stimmt. Doch, da waren wir dran. Doch, an das erinnere ich mich noch. Alter. Wie kommen hier so Stühle rein eigentlich? Na gut. Ja, aber wenn wir hier schon waren, warum haben wir da... Also was man halt hier gut machen kann, ist wahrscheinlich, dass man ganze Geld und Stoff und sowas wahrscheinlich hier mitnehmen kann, was alles wieder respawnt. Kann es sein, dass wir es deshalb vielleicht abgelassen haben? Weil wir gesagt haben, hey, da ist ganz viel Stoff und so ein Zeug. Das kann sein, ja. Ah, dann sollte man aber auch wieder eine eigene Farbe draus machen und dann irgendwie merken. Ja, stimmt, hier ist wieder so ein Bein.
Habe ich jetzt drei so Beine? Nee, Gott sei Dank. Oder? Ja. So Spielzeug. Kaputte Spielzeug. Ach so! Oh nein, ich habe doch jetzt drei so Beine. Nee, nein, Gott sei Dank. Nee. Doch! Zwei von. Ja. Nee. Zwei nee, Stück. Was habe ich? Ein linkes und ein rechtes habe ich. Ja, aber das kann man hier sich echt merken, weil hier ist ein bisschen Stoff, Armbanduhren. Ja gut, Stoff haben wir jetzt ein anderes Lager. Hier ist Geld und Armbanduhren. Ja gut, man kann. Ja. Das findest du ja eigentlich in jeder Höhle irgendwie, ne? Ja. Stoff. Ah, komm mal her. Oh, geil. Stoff, 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 Stoff. Hier oben ist eine Kiste mit haufenweise Stoff. Oh, nice. Na gut, dann können wir uns ja diese Höhle dann einfach sparen. Aber hier ist es wieder zu. Okay, lustig. Also setzen sich diese Holzwände auch wieder zurück. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich glaube schon, das haben wir letztes Mal schon festgestellt, glaube ich. Oh, da kommen wir aber voll durcheinander, ey. Hier waren wir aber safe, waren wir hier, oder? Ja, hier waren wir safe. Und hier sind wir safe durchgegangen. Oh, doch, hier geht's weiter. Naja, aber irgendwie. Ich sehe nicht, kannst du mal deine Taschenlampe hinleuchten? Die kommen hier durch, oder? Nee. Hier kommst du nicht. Ja, leuchte mal. Die muss jetzt nicht unbedingt kämpfen. Nice. Ja, dann sehe ich nicht. Ja, bleib. Ist meine Taschenlampe aus? Nee, die leuchtet gut. Das sehe ich wenigstens. Aber da geht ein Seil runter. Sind wir da weiter runtergegangen? Irgendwie daran erinnere mich jetzt nicht so. Doch, doch, doch. Einer ist noch da. Warte. Ja. Beleuchte ihn. Ich blocke. Kannst du schießen? Da ist kein Headshot, leider. Ah, das war ein Headshot. Perfekt. Ich überlege gerade, ob wir schnell ein Feuer machen und die Knochen mitnehmen. Alter, hier ist wieder richtig viel Stoff. Oh, nice. Gut, also die können wir uns merken. Oh, lol. Ja, wir waren hier schon mal. Ja. Da ist dein. Oder war das Feuer vielleicht schon? Ich weiß es nicht. Aber da in das Wasser. Okay, nee, kann man gar nicht tauchen. Das. Ah, hier ist Snack und Taschenlampe. Ah, Batterien mit Taschenlampe. Oh, der ganze Stoff. Aber der Stoff ist eigentlich, glaube ich, nichts im Gegenzug des, was im Dorf war. Ja, aber es ist nicht schlecht hier. Also. Ja, es ist. Hier wäre ein Seil runter wieder. Ja, aber da waren wir definitiv unten. Also. Ah, nee, also jetzt, ich würde jetzt weiß ich, glaube ich. Ja. Also ich würde die Hülle jetzt nicht nochmal machen. Ja, ich weiß, wo wir sind. Hm. Ja, komisch, dass wir das dann nicht geändert haben. Ich verstehe es aber auch nicht gerade, weil eigentlich haben wir doch eigentlich relativ voll drauf geachtet, ne? Ja. Ich verstehe das auch nicht so ganz. Oder haben wir die nicht fertig gemacht oder so? Boah, das finde ich jetzt echt nervig. Weil ich mag nichts verpassen. Ich habe Angst, dass ich da irgendwie. Naja, aber. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da nochmal durchzugehen. Da gebe ich dir auch recht. Oh, die ganzen Knochen. Warte, ich gehe mal ganz kurz hier noch den Saal nach unten. Aber ja, wenn es denn dieses ewig lang ist, dann weiß ich, glaube ich, dass wir. Boah, Gott! Boah, so. Ist doch nicht so lange Seil. So, nochmal Seil. Doch, aber da sind vier hoch und runter und so, oder? Ja, das ist dieses ewig lange Seil hier. Ja, dann kommen wir hoch, dann gehen wir zurück. Doch, und ja, doch. Dann markieren wir das gleich gerecht. Komisch, echt komisch. Aber die Gegner spawnen also auch nach, das ist uns auch. Ja, und da waren wir uns nicht sicher, wie das ist. Ja. Gut. Ja gut, als welche Farbe markieren wir denn da und dann? Schauen wir mal. Bist du schon draußen? Nö. Hä, das ist wieder gespawnt. Lol.
Oder habe ich das noch nicht? Das wäre natürlich jetzt lustig, wenn ich das da wäre. Nee, ist, nee, ist aber jetzt. Oh, ich ist schon mal da. Kann man das auch noch kaputt machen hier? Oh, nein. Doch, lol, hier. Ja, genau das gleiche habe ich ja gesagt. Das habe ich auch gerade kaputt gemacht. Da habe ich gerade, vielleicht habe ich es vergessen oder so. Nee, also das war doch so mit. Hey, ich habe gerade voll die Orientierungsprobleme. Hey, von da komme ich gerade. Dahinter muss ich laufen. Nee, okay, das ist hier schon offen. Hä, hey, muss doch übersehen von. Ich hab... Hier ist ganz schön Geld. Seil, ich finde das Seil nicht. Nee, wir müssen hier. Hier lang, hier ist es. Ach da, okay. So. Licht aus. Weißt du, was krank ist? Was? Sind wir hier auch lang gelaufen? Ja, da ist irgendwann mal Dead End, glaube ich. War ganz komisch, weil hier liegt wie so Futter eigentlich die ganze Zeit so Arm nach dem Arm nach dem Arm nach dem Arm. Ja, wirklich, so wie so ein Lockding, ey. So, welche Farbe? Mach mal dann rot. Nee. Aber alleine wollte ich da jetzt nicht langlaufen. Alleine ist es schon gruselig in so einer Höhle irgendwie. Keine Ahnung. Dann bist du doch so schnell wie möglich wieder zurück. Wollen wir dann rot machen? Rot, nee, wir haben ja weiß Stoff gesagt. Eigentlich, da wird ihr dann nicht mehr hinfinden. Aber rot wie Stoff wäre vielleicht so Stoff. So, weil das ist ja leicht zum Farmen hier drin. Ich meine, wie viel Stoff habe ich jetzt? Mehr? Das hat schon 22. Was gebracht. 22. Ja. Da können wir uns immer entscheiden, ob wir schnell da Stoff holen oder. Weil das ist halt schneller, wahrscheinlich wie bei, zu diesem Dorf, weil das war ja relativ weit. Dann machen wir hier rot. Gut. Oh, das ist ja voll das vielleicht helle sollten rot. Wir uns das irgendwann. Ah, ja, genau. Nee. Hey, das ist ja voll das helle Rot. Das ist für eine Scheiße. Kommt drauf an, wie man drauf schaut, irgendwie. Ja, das ja, hoffentlich das merken ist. Wir das. Und dann gehen wir zum nächsten Lila, oder? Obwohl von der Zeit her. Ach so. Sollen wir nach Hause gehen, oder? Ja, das war halt jetzt irgendwie. Boah, ich mag eigentlich nach Hause, weil wir gerade frieren und es ist richtig kacke gerade. Ja. Oder wieder in die Höhle zurück. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt war. Weil ich habe auch keinen Bock, jetzt angegriffen zu werden, während ich friere. Nee, alles gut, das war nicht so weit. Ich glaube. Weil die Taschenlampe sieht echt geil aus, auch wenn du rennst, dieses hin, her, hin, her. Richtig gut aus. Im Wald sieht es. Oh, Alter, es sieht echt heftig aus im Wald mit der Taschenlampe. Wo rennst du denn hin, Alter? Ja, zu unserem. LOL, Moment! Sorry, ich bin gerade zum zu unserer Insel gelaufen. Das wird mir. Zum Beispiel, Insel wird mir gar nicht angezeigt. Das Gell wäre da hinten. Bei mir wird da nichts angezeigt, einfach nur. Da. Vielleicht habe ich eine andere Sichtweite? Oder so? Ja, aber normalerweise hast du immer alles gesehen, also. Kann man. Oh, ja, gut, ein Ding habe ich nie gesehen, so wirklich. Also, das wäre mir so noch nie aufgefallen. Komisch. Auf der Insel. Ach so. Das ist cool. Ja, könnten wir mal gucken. Aber da muss ich, aber damit, das wäre eigentlich voll kacke, weil ich würde alleine spielen oder so. Ich darf die Markierungen nicht mehr sehen, dafür macht man die Markierungen ja, oder? Vielleicht liegt es daran, dass du nicht Host bist oder sowas? Ich weiß es nicht. Ganz komisch. Oder weil es nicht meine Markierungen sind. Hast du überhaupt Markierungen gemacht? Nicht, oder? Ich glaub mal bei einem Hasending. Aber die meisten habe ich ja gemacht und die meisten siehst du ja eigentlich auch, also. Ich habe auch schon mal welche gemacht, aber. Jetzt zum Beispiel sehe ich das rote, ein lilanes, zwei grüne. Wenn ich in die Richtung gucke. Wenn ich die Richtung gucke, nur ein grünes und das blaue. Das war's. Ja. Und halt unser Wagen. Das ist eine lilane. Also wenn ich in die Richtung schaue, habe ich. Blau. Warte kurz, das ist gerade so laut wegen dem Wind. Nee, aber eigentlich passt es. Hat sich gut eingestimmt. Nur dass du das Ziel da hinten siehst du ansonsten. Alles gut. Ja gut, ich speichere mal. Ja, speichern und schlafen. Z. Genau. Ah nein, warte, er speichert. Ja, ich muss schlafen. Soll ich schlafen?
Ja, warte, ich wollte vorher, ich wollte erst speichern und dann schlafen. So, jetzt schlafen. Super schön. Ah, oh, wundervoll. Boah, draußen ist echt ein Scheißwetter. Ich möchte hier in meiner Hütte bleiben. Ist okay. Wind und Regen. Bleib im Bett liegen, Schätze. Ich kümmere mich heute um alles. Welches Bett? Was? Ich hab kein Bett. Ach ja, stimmt, wir haben ja kein Bett. Nee, eigentlich. Ja, aber das kommt ganz zum Schluss dann irgendwann. Ich mag jetzt erstmal wirklich. Ich weiß noch, in der ersten Staffel hatten wir so Schwierigkeiten, dieses scheiß Hasenfeld zu finden. Ja. Bett. Und jetzt. Ja gut, es funktioniert. Warte, ich muss kurz gehen. Oh, Entschuldigung. funktioniert aber ganz gut mit der Hütte eigentlich. Ich mag unsere Hütte irgendwie. Unsere ja. Geräteschuppen. Ja. Man könnte zumindest mal einen Schlafsack oder was reinlegen. Wenn man, wenn man überlegt, dass mit dem alles angefangen hat und dann schaut ihr oben. Oh, ist eigentlich schon geil, ne? Was sich eigentlich alles rumgebaut hat und so entwickelt hat. Ja, das ist echt cool. Oh. Und geil sind finde ich auch so ein Turm. Oh. Der Regenbogen auch noch rum. Oh, perfekt. Ja. Wie ja, jetzt müssen wir halt noch überlegen, wie wir es dann halt machen mit unserem Turm, weil man kann da. Naja, so richtig Plattform oben kann man nicht bauen, also ohne Stützen. Mhm. Und wenn man da jetzt anfängt mit diesen Stützen so Plattformen zu bauen, das sieht halt nicht so gut aus. Nee, das schaut nicht gut aus. Ich mag mal kurz ausprobieren, weil... Also man ist, glaube ich, schon ziemlich eingeschränkt jetzt mit dem Turm. Also irgendwie, Glücksack, ein Katapult hochbauen oder was weiß ich. Wird schwierig. Also was halt geht, ist wahrscheinlich halt einfach Tisch und Stuhl. Aber das war's dann, glaube ich, auch schon. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Ich tu da oben mal eine Lampe hin, okay? So eine Hängelampe. Das wäre ja fett. Oh mein Gott. Das wäre ja mal mega fett. Wollen wir jetzt eigentlich so eine einfache oder gleich so ein Kronleuchter? Na gut, Kronleuchter passt nicht so rein, oder? Ich hätte was, was... müsstest du sagen, wie du es findest. Moment, scheiße, man kann da oben nichts hinbauen. Yes, was ist das? Ist der Kran oder was? Ja. Yep. Oh nein. Kriegst du die von hier? Was von oben? Siehst du die wenigstens, wo die sind? Ja. Oh, die sind aber weit. Oh, jetzt laufen sie weg. Ah, gut, dann lass. Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Da hinten. Lol, dass ich es von hier sehe. Gut, also Deckenschädellampe geht schon mal. Ich weiß nicht, bringt denn der Kran überhaupt. Oh, das sind. Viele. Bringt der Kran denn überhaupt irgendwas? Naja, wir könnten uns so immer hochziehen, glaube ich. In der Hinsicht. Ach so. Ja. So als Fahrstuhl, aber der ist ein bisschen groß, das muss ich ehrlich zugeben. Gefällt mir auch nicht so richtig. Ach, die Seilrutsche, ich verstehe, die ist so. Hm, ne? Ey, wir müssen doch oben eine Plattform hinbauen können, irgendwie. Man kann so einen Boden bauen, aber der ist dann im Turm drin, blöd gesagt. Und man kann dann neben dem Boden dann nichts mehr bauen. Das ist irgendwie... Oh ne, da ist ein Mutant. Hallo. Moment, was hast du da oben gerade gehört? Ja, das war aus Versehen, weil ich hochspringen wollte und dann. Wie war mein Problem? Kommst du kurz runter und hilfst mir? Wo denn? Was denn? Ja, bin sofort da. Ich mag was ausprobieren. Nee, geht nicht. Fundament. Kannst du bitte die Mutanten ab? Ja. Moment, war da noch ein zweiter jetzt? Da hinten kommt.
Einer geht gerade in den Wald rein. Sag mir jetzt nicht, dass da zwei Mutanten sind schon. Ah ja. Wenn du gerade noch beim Reparieren bist, dann ja. Ach du Scheiße. Komme. Ey, mach das Feuerzeug aus. Also eigentlich ist jetzt die Folge vorbei, ne? Und jetzt kommen zwei Mutanten. Ja, ist richtig scheiße. Oh mein Gott! Weil ich versuche mal von der anderen Seite wegzulocken. Leute, sind da gerade zwei Mutanten bei mir? Nein! 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 Oh nein, ich lauf raus. Du scheiß Mutant, komm, hier. Alter, der hat jetzt nicht ernsthaft irgendwie diesen Baum durch die Mauer. Vorsicht, hinter dir. Oh. Wow. Ja, komm zum Floß, oder? Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Scheiß Mutant. Alter, wir brauchen Fallen oder so. Wir brauchen irgendwas gegen diese Mutanten. Das Ding ist, meine Pfeile sind auch gerade ausgegangen. Cool. Ja. Eigentlich muss man aufs Los und die Folge beenden, weil ich sonst noch ein Video überlegen. Oh, da wäre eine Schildkröte. So, so ist eine Schildkröte. Du darfst nicht ins Wasser, du musst doch brennen. Brennt die im Wasser nicht? Doch, brennt schön kurzig. Ja. Kommst du? Achtung! Oh. Gegenverkehr! Oh, wie sie hier rumlaufen und ich renne mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir! So, jetzt pass auf. Dirt F. So nicht bauen. Jawoll! Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ey, vorsichtig, ich bring sie zu dir. Oh, scheiße, mein Ausdruck ist aus. Ja, musst du einfach rückwärts laufen und dann ein paar Mal drauf schießen mit dem Pfeil, dann geht das. Hey, eine Schildkröte. Aber die halten echt viel Mollys aus, ne? Ja. Ich sag mal, es ist eigentlich eine sichere Taktik. Wenigstens. Oh, Alter. Ne? Tja, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, ich renne mal ins Wasser. Alter, geh halt endlich mal drauf. Ey, die halten die immer mehr aus, Alter. Ja, ich hab auch immer mehr das Gefühl. Alter, das waren doch jetzt bestimmt 4 Mollys und jetzt gefühlte 20 Pfeile. So, der eine ist tot. Upsala. Oh Mann, es wird wieder so eine Überlänge. Ja, ich bin schon da. Dann kannst du den häuten und ich zünd den anderen da an. Ja, ich zünd den anderen auch schnell hoch. Weil ich sowieso entgehe. So, dann. Nein! Komm zurück! Genau als ich werfe, Alter. Komm mal zu mir und heute den nochmal. Genau als ich werfe, rennt er los. Was für eine Verschwendung von Stoff. Kann eigentlich so ein Molly Ewigkeiten in deine Hand rennen oder geht der irgendwann noch hoch? Probier's aus. Oh Gott. Nein! Oh. Was mach ich denn? Oh, Gott sei Dank, ich kann die Waffe wechseln. Das war mir jetzt. So, aber jetzt zum Lagerfeuer und Folgebänden unbedingt. Ja, ganz schnell. So. Und wir haben dann einen. Oder gehen wir schnell aufs Los und wenden die Folge, es geht schneller. Hä, hey, wir haben noch mehr
Alter, wir müssen jetzt unbedingt dann das Lager machen, eigentlich fast. Nee, warte, komm, gehen wir schon ins Lager, speichern und machen wir auf. Jetzt wollte ich gerade aufs Klo gehen. Och nee, es ist der eine Baum weg, das nervt mich gerade. Ja. Da war doch eigentlich so. Tust du dran, ich glaube. Vogel oder sowas. Na gut, Federn. Ja, gut, Federn. Ich glaube, ich habe da noch nie Federn rausgenommen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich habe das einfach gut, so. Baumharz ist vielleicht ganz praktisch. Na gut, Baumharz kriegt man beim Fällen. Also. Ja. Aber wir wissen schon mal, was wir nächste Folge machen. Dieses Loch stopfen. Hm. Ja. Na gut, also speichern. Ich sehe aber genau, wie viel Pech du haben musst, dass sie genau da angreifen, dass der Baum kaputt geht. Weil der war auch einfach nur schön, der Baum. Also. Ja. Einfach so zwei Bäumchen, aber nein. Ich werde ihn vermissen. Ja. Vielleicht wächst er mal nach. Man weiß es ja gut, nicht. Gut, das hat man eine fette Überlänge natürlich, aber. Ja, ja, danke fürs Zuschauen und ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.